Ja, ich denke, wir müssten jetzt live sein und ich freue mich total, dass wir heute Abend wieder Mutmachmontag haben. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Mutmachmontag-Interview heute. Und das ist für mich immer besonders spannend. Ich mag das einfach so sehr, mich mit Menschen zu unterhalten und noch dazu mit so interessanten Menschen, die man in dieser riesengroßen Welt, Social-Media-Welt, findet. Also einfach fantastisch. Und ihr seht es ja schon im Hintergrund. Meine Gesprächspartnerin heute, Annette Hengst, ist Astrologin und hat das Weltall mitgebracht. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Annette. Hallo, schönen guten Abend, Andrea, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ja, das wird eine Weltraum-Session, die wir heute Abend vorhaben, ne? So ein bisschen zumindest. Aber um uns mal zunächst wieder oder unsere lieben Zuschauer auf den Boden der Erde zurückzuholen. Du kommst vom schönen Ammersee. Das finde ich so total klasse, da ich ja so reiselustig bin, wie viele mich auch kennen. Ammersee ist, glaube ich, noch nicht in meinem Programm dabei gewesen. Da wird es höchste Zeit. So sieht's wohl aus. Genau, dass wir da mal zusammen ein Käffchen trinken. Ja, also Astrologin bist du, liebe Annette. Erzähl doch gerne mal unseren Zuschauern, wie es dazu gekommen ist. Also die Astrologie war eigentlich immer schon in meinem Leben. Ich kann gar nicht sagen, wann es angefangen hat. Gefühlt war sie eigentlich immer schon da. Und was für mich einfach sehr zentral ist, ich habe immer schon nach was gesucht, um besser zu verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Auch warum ich so bin, wie ich bin, oder mit den Facetten, die ich da für mich selber wahrnehmen darf. Und für mich geht es eigentlich darum, so einen roten Faden zu entdecken. Also wirklich mit einem größeren Blick auf ein Leben schauen zu dürfen und da größere Zusammenhänge erkennen zu dürfen. Und da ist die Astrologie einfach ein super tolles Tool. Und viele kennen ja Astrologie nur von Horoskopen her. Das ist so diese landläufige Kenntnis, die man hat. Aber Astrologie ist ja noch viel mehr. Kannst du uns so ein ganz kleines bisschen mal in die Welt der Astrologie einführen? Also du meinst jetzt mit Horoskope das, was man in den Zeitschriften so findet, oder? Genau. Ja. Ist schon auch eine Form von Horoskopen, aber nicht so tiefgründig, wie ich die Astrologie verstehen mag. Und es gibt aber auch nicht die Astrologie, ja, das denken auch ganz viele. So wie es ja nicht die eine Yoga-Form gibt. Es gibt verschiedene Formen, Yoga zu praktizieren. Und so gibt es auch verschiedene Formen, mit Astrologie umzugehen. Also es gibt, ne, die chinesische Geschichte, das kennen manche. Es gibt die sogenannte klassische Astrologie. Es gibt eher psychologisch angehauchte Astrologie. Es gibt die spirituelle Astrologie. Also da gibt es schon mal eine große Bandbreite. Und ich bin mittlerweile in der spirituellen Astrologie zu Hause. Also spirituell deswegen, oder was mich da so kriegt, da geht es letztendlich darum, dass du durch das Horoskop einfach ein Bild dafür bekommst von einem Menschen oder von einem Moment. Das gibt es natürlich auch für eine Firma zum Beispiel, ne? Alles, was einen Anfang hat, was eine Geburt hat, hat auch ein Horoskop, nicht nur die Menschen. Und du kannst einfach erkennen, sozusagen jetzt von einer größeren Perspektive aus betrachtet, die ich ja so liebe, wenn man so 3 Schritte zurückgeht, wie ich so oft sage, dass man einfach erkennen kann, wie man aus Sicht Gottes, der Quelle, wie auch immer man das bezeichnen möchte, eigentlich gedacht ist, welcher Seelenplan enthalten ist, warum ich mich jetzt gerade inkarniert habe. Also spirituelle Astrologie geht auch davon aus, dass du mehrere Inkarnationen hast, mehrere Leben hast. Und du kannst dir jetzt diese eine Inkarnation angucken, kannst aber auch sehen, welche Themen du mitgebracht hast, also was sozusagen noch offen ist, welche Gaben du hast, warum du überhaupt inkarniert bist, grundsätzlich auf Planet Erde. Und warum du gerade jetzt inkarniert bist, was da so dein Learning ist. Also das ist, ja, da kann ich immer stundenlang drüber reden. Ich finde es so faszinierend. Das heißt, Annette, die Menschen lernen durch die Astrologie, also mit deiner Hilfe, sich selbst besser kennen. Ich habe ja jetzt schon wohlweislich, weil ich ja wusste, wir reden heute Abend über solche Themen, das passende T-Shirt angezogen, ne? So ein Fragezeichen hier und ein Ausrufezeichen, genau. Also, wer bin ich? Dabei hilfst du den Menschen. Und wenn man weiß, oder wenn man sich selber näher kennenlernt, dann versteht man wahrscheinlich auch die eine oder andere Verhaltensweise an sich besser. Oder du hast das ja auch jetzt zu deinem Coaching gemacht, die Astrologie. Was ist denn das Besondere? Und
Was ist jetzt das, wo du den Menschen da durch die Astrologie in deinem, du sagst ja auch Krisencoaching, noch besser helfen kannst? Also Krisencoaching setzt quasi dann fort, wenn ich noch kurz zum Anfang, was du gerade gesagt hast, kommen darf. Also was für mich echt schon ein heiliger Moment ist, dass Menschen sich oft in der Beratung einfach gesehen fühlen. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit oftmals nicht der Fall ist, dass sie sich verstanden fühlen. Und es kann auch sein, dass ich gar nicht so viel Neues sage, aber indem Menschen erkennen, dass sie richtig mit dem gelegen sind, wie sie sich selber all die Jahre gefühlt haben und vielleicht nur von anderen so nicht verstanden worden sind, da gehen Welten auf. Da können auch wirklich Tränen fließen. Also eine hat rückgemeldet, auch so dieses, jetzt weiß ich, dass ich richtig bin, von Geburt an richtig bin. Ja, also das kann wirklich sehr, sehr tief gehen. Das ist mal das eine. Und mir ist es auch wichtig, eine Form von Frieden zu finden. Frieden mit einem selbst. Aber auch Frieden mit dem Leben, weil es gibt nun mal Herausforderungen, es gibt krisenhafte Momente im Leben. Und Astrologie kann helfen, das einfach übergeordnet aus einer größeren Perspektive heraus zu begreifen und für sich einordnen zu können. Ja, also ja. Das ist für mich ganz essentiell, wenn es um Astrologie geht. Mhm. Und ja, in meinem ersten Beruf war ich 14 Jahre lang Lehrerin und habe da im Laufe der Zeit eigentlich weniger unterrichtet, sondern war eher beratend unterwegs. Also ich war für die Kinder da, die Probleme hatten in der regulären Schulform und habe da auch viel beraten, Eltern beraten, Lehrkräfte beraten. Also dieses Beratende ist da auch schon immer mehr eingeflossen in meiner ersten Tätigkeit, sage ich mal. Mhm. Und ich habe auch in den Astrologieberatungen für mich immer mehr gespürt, es ist schön, Menschen mehr Bewusstheit zu schenken oder ein Gespür für bestimmte Themen zu vermitteln. Aber manchmal ist es aber so gewesen, ja, und was jetzt? Jetzt sehe ich das Problem, aber wie soll ich das bitteschön lösen? Mhm. Und das war für mich oft selbst unbefriedigend, weil ich gerne noch mehr mit an die Hand gegeben hätte. Mhm. Und aufgrund meiner eigenen Biografie, was ich so in meinem Leben erlebt habe, kamen einfach noch andere Tools dazu. Und da habe ich eben beschlossen, für mich zu sagen, gut, und die nehme ich jetzt mit dazu. Das heißt, es geht bei mir nicht nur um eine astrologische Beratung, um dieses Beleuchten, ja, und da schon Dinge wandeln zu dürfen für sich, sondern auch noch Menschen zu begleiten und bei diesen krisenhaften Phasen, bei diesen Herausforderungen einfach als Begleitung mit dabei zu sein. Also ich mache da sehr viel im Bereich Energiearbeit. Aber wie gesagt, astrologisches Coaching ist für mich wie so die Anamnese, um zu sehen, wo stehen wir, was sind so die Themen. Ich kann auf einen Blick sehen, mit welchen Ängsten jemand konfrontiert ist, was so die wirklich wunden Punkte sind. Das sieht man einfach im Horoskop. Und darf ich da mal gerade dazwischen fragen, Annette, ja, wenn du sagst, du siehst das gleich, ja. Musst du dann dir erst von demjenigen sagen lassen, wann er geboren ist, damit du Sternzeichen und Geburtsstunde womöglich noch alles zusammen hast? Also für manche Dinge reicht schon der Geburtstag, aber um es ganz, ganz präzise zu machen, brauchen wir ja die besonderen Häuser oder Lebensbereiche. Ne? Das Horoskop ist ja eingeteilt in 12 Bereiche und individuell, wie das da eingeteilt ist, weiß ich nur, wenn ich den Ort und die Zeit habe. Mhm. Und mit diesen Daten habe ich das auf einen Blick. Ah ja, spannend, okay. Genau. Und dann erkennst du, in welcher Verfassung der Mensch ist? Da öffnet Nein, das kann ich nicht. Bitte? Das kann ich nicht sehen. Also ich kann nicht sehen, ob jemand eine Kundschaft männlich oder weiblich ist. Ich kann auch nicht sehen, in welchem Form von Bewusstheit jemand durchs Leben geht. Wie viel schon sozusagen aufgelöst und bearbeitet ist und was vielleicht noch ein bisschen unbewusst in den Schatten arbeitet, das kann ich nicht sehen. Das ist dann das Gespräch, das es mir zeigt. Okay, okay. Genau. Dann kommen die Menschen also zu dir, weil sie zuerst mal, wie wir gerade gesagt haben, sich selbst kennenlernen möchten. Dann hast du das geschafft in dem Gespräch mit ihnen, dass sie diese Erkenntnis haben. Und dann sagst du, geht's weiter, um das Problem weitergehend zu lösen. Wenn Menschen das möchten und wenn sie sich darauf einlassen möchten, können sie mit mir zusammen an ihren Herausforderungen sozusagen arbeiten, aber da bin ich einfach, ich sehe mich da einfach als Begleitung. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass Menschen über die Energiearbeit zu mir kommen und ich dann sage, na, wenn ich in dein Horoskop gucke, dann sehe ich ganz schnell und finde noch Formulierungen, die dann in dieser gemeinsamen Heilarbeit nochmal ganz viel Kraft bringen können. Kann auch die andere Richtung sozusagen sein.
Aber das Stichwort war jetzt sehr wertvoll, Heilarbeit. Was alles geht denn da? Das fragen sich jetzt bestimmt ganz viele, die uns zuschauen. Was kannst du denn alles erreichen mit deiner Energiearbeit? Im Prinzip sind da keine Grenzen gesetzt. Aber ich bin da auch sehr demütig und sage, es kommt auch darauf an, was mein Gegenüber, was die Seele gerade zulassen kann. Mhm. Ja? Also auch da sage ich nicht, ich bin die Heilerin und ich heile jetzt ganz schnell XY, sondern es geht immer auch um das Tempo, dass mein Gegenüber, dass die Seele mitgehen kann und was gerade auch wirklich dran ist, was ich zeigen darf. Und in meiner Arbeit ist es so, dass, ja, man kann es vielleicht vergleichen wie so eine Art Medium. Also ich gebe Fragen, weiter sozusagen und empfange. Und mit diesen Impulsen gehen wir dann rein in die Arbeit und dadurch darf sich ganz viel wandeln und ganz viel lösen. Es können Glaubenssätze sein, was mir immer wieder begegnet, schon von Anfang an, Ghostbusters, also fremde Energien, die in einem System sein können, wenn man das Gefühl hat, man steht neben sich, man ist müde, man hat vielleicht ein bisschen Nebel im Kopf, man hat nie so wirklich die Kraft, weiß gar nicht so recht, wohin. Kann sein, dass andere Energien in deinem System sind und die können wir wieder lösen. Und das ist etwas, was mir eigentlich fast immer, wenn jemand auf mich zukommt, auch wirklich begegnet. Es kann bis in die Ahnenreihe geheilt werden und ganz crazy, ich habe es selber erlebt, der Inkarnationsweg. Der Weg, sich hier zu inkarnieren, kann schon mit Herausforderungen, auch mit Traumata behaftet gewesen sein. Hier können wir Dinge verändern. Der Geburtsmoment kann verändert werden. Wir können auch in früheren Leben gucken und Geschichten umschreiben. Also es ist wirklich ein großes Feld, was da möglich ist. Ist für viele mit Sicherheit jetzt gar nicht vorstellbar. Wenn du so von Inkarnation sprichst und wir können Geschichte umschreiben, da denkt manch einer jetzt vermutlich ja die zwei hier, die spinnen sich was zusammen. Ja. Hast du mal so ein Beispiel, wo sowas extrem war, wo du sowas mit einem Menschen mal erlebt hast? Also ohne jetzt Namen natürlich zu nennen. Ja, ja. Also ich hatte es jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen bei einer Frau, die hatte, also man kann im Horoskop erkennen, wo der Schmerz liegt, ja, wo eine ganz tiefe Verwundung liegt. Und bei ihr lag die Verwundung daran, überhaupt hier zu sein, inkarniert zu sein und sich einfach nicht geborgen zu fühlen, kein Gefühl für Heimat und hier gehöre ich hin, zu erleben. Und wir haben uns den Inkarnationsweg angeguckt, haben da wieder Licht reingebracht. Und es ist manchmal so, dass so Seelenanteile gar nicht mitkommen, weil es einfach zu schwierig war auf dem Weg hier runter sozusagen. Und sie hatte dann das Gefühl, es ist wie ein Werkzeugkoffer. Und es kommen ganz viele Werkzeuge plötzlich wieder zurück, die sie vorher abgegeben hatte. Und es ging dann auch darum, dass sie sich erleben darf, wie es ist, willkommen zu sein, von Eltern, die mich lieben, empfangen zu werden. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen spooky für jemand, der damit noch gar nicht sich auseinandergesetzt hat, aber es hat bei ihr unglaublich viel bewirkt. Es war so ein heiliger Moment, das kann man gar nicht anders in Worte fassen. Manche Dinge darf man, glaube ich, ein Stück weit selber erleben, wenn man neugierig ist. Manches muss man wirklich selbst spüren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was mit so einer Heilarbeit möglich ist. Alleine schon, wenn man so an seine eigenen Glaubenssätze geht, mit Hilfe anderer, im Normalfall, da kommt man ja eigentlich nicht selbst drauf, seine eigenen Glaubenssätze mal herauszukramen und zu hinterfragen. Ja. Aber ich habe das auch schon durch, wo ich dann wirklich baff erstaunt war, was doch da so alles in mir steckt. Was dann eine negative Energie bewirkt. Ne? Und das dann auch umzuwandeln in eine positive Energie und sich dann auch zu freuen, dass dieses Umwandeln auch tatsächlich funktioniert. Da freue ich mich Tag für Tag immer wieder drüber. Das ist, glaube ich, auch das, was den Menschen unheimlich hilft und in dieser Zeit gerade auch sehr, sehr viel Unterstützung gibt. Ne? Stellst du dann auch fest, wenn du für dich was gelöst hast, dass du in irgendeiner Form wieder mehr Kraft und mehr Energie hast? Genau. Ja, ne? Genau, absolut, absolut. Und ein Stück weit vielleicht auch wieder mehr aufmachst und sich dem Leben auch wieder mehr zuwendest, noch mehr als vielleicht eh schon? Ja, und wo ich auch über mich selbst oft sogar staune, das ist eine, ich sag mal, andere Andrea als die, die es noch vor diesem Thema gab. Ja, das ist so eine Wandlung auch der Persönlichkeit, die Freude macht, sich selbst dabei zuzusehen und auch sehr, sehr gut tut.
Erlebst du es dann auch, dass du plötzlich neue Umstände im Außen anziehst, weil sich in dir was geändert hat? Ja, absolut, Annette, absolut, absolut. Und das ist ja auch, einer dieser Umstände ist ja, dass ich auf so Menschen wie dich treffe. Ne? Da denke ich mir auch immer, wie verrückt ist das, dass man Menschen anzieht, die jetzt so, so wunderbar in das eigene Leben passen, die, die kommen sollen. Ne? Ja. Ja, und auch das Verabschieden von anderen, das ist ja auch so mit ein Bestandteil des Wandels. Genau. Ich sage immer gerne, das habe ich immer schon gerne gesagt, die Energieräuber lass mal ziehen, die können wir nicht gebrauchen. Und dann gibt es aber sehr viele Menschen, die bringen dir ganz, ganz viel Energie. Und sich mit denen umgeben, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, das zu tun und das erstmal zu erkennen, ja. Es gibt ja diese universellen Gesetze und eins, was so ein bisschen verkürzt ist, ist ja dieses wie innen, so außen. Also wenn sich in dir was wandelt, wenn sich in dir was löst, ziehst du automatisch andere Umstände an. Und das ist ja auch der Schlüssel in der heutigen Zeit. Das ist einfach viel, wir sind zu über 99% Energie. Auch wenn es erstmal schwierig ist, nachzuvollziehen. Und wenn du energetisch was veränderst, veränderst du deine Welt. Das ist einfach magisch, ja. Ja, ja, das ist genau das richtige Wort, magisch. Und da muss man sich einfach so ein bisschen rein, ja, rein denken, rein arbeiten, mit Unterstützung von jemandem wie dir, einfach ja, sich überzeugen lassen und das mal wirken lassen. Ne? Das spürt dann derjenige ja auch. Und wenn ich jetzt gerade so an Wandel und an Energie denke, wir haben ja im Moment auch gerade so eine Situation, dass sich vieles wandelt, dass vieles in Bewegung ist, dass wir auch so erkennen, das, was vorher für die Menschen wichtig war, dieses sehr materielle Denken, dass das sich gerade so mehr in Richtung Bewusstsein über das, was wir selbst sind, ändert. Wie erlebst du das denn? Was kannst du uns denn dazu noch sagen? Hat das irgendwelche Ursachen auch, astrologischer Art vielleicht sogar? Also gewisse Zeitströmungen können wir natürlich an der Konstellation der Planeten erkennen. Und wenn wir jetzt aus dem persönlichen Leben aussteigen sozusagen und mal gucken, was es für die Welt bedeutet, für die Gesellschaft bedeutet, ist es dieser mundane Bereich. Also Mundanastrologie beschäftigt sich einfach mit diesen gesellschaftlichen, weltpolitischen Strömungen. Und Wandel gibt es immer auf Planet Erde. Also Wandel gehört zum Leben dazu. Momentan spüren wir einfach eine intensivere Form des Wandels. Und ich hatte es dir vorhin schon gesagt, man kann das so ein bisschen vergleichen, dass die Menschheit gerade sozusagen in der Pubertät steckt. Also es ist einfach ein größerer Wandel und viele haben Hunger danach. Wann bitte hört denn das jetzt auf? Wann ist es mal wieder bitte ein bisschen ruhiger? Aber so wie Menschen nicht innerhalb von 4 Wochen von einem Jugendlichen zum Erwachsenen sich Stück für Stück verändern, so ist es jetzt auch zu verstehen. Also es sind Jahre oder Jahrzehnte des Umbaus sozusagen. Wobei ich ganz tief glaube, dass wir in ganz, ganz lichtvolle und positive, unterstützende Zeiten kommen. Es ist jetzt immer noch eine Form von Geburtsprozess. Aber davon bin ich absolut überzeugt, dass wir in ganz lichtvolle Zeiten gehen. Manche sprechen vom goldenen Zeitalter, wie auch immer man das bezeichnen mag, aber davon bin ich überzeugt, dass wir immer mehr dieses Dunkle und Schwere hinter uns lassen werden, auch wenn es jetzt vielleicht gerade im Außen nicht so scheinen mag. Das hört sich so fantastisch an. Ich frage mich jetzt gerade, erlebe ich das noch? Was für ein Zeithorizont wird das denn sein? Das ist natürlich, wie gesagt, auf längere Zeit betrachtet, aber wir werden schon in den nächsten Jahren sehen. Also ist schon dieses Jahr ein Shift. Manche haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir hatten Ende Juli, Anfang August eine ganz, ganz markante Konstellation, also die Konstellation schlechthin für 2022. Und zwar wurde der Planet Uranus zusammen mit dem laufenden Mondknoten aktiviert. Und Uranus ist die Energie der Veränderung, des Neubeginns, des alles an Strukturen, was nicht mehr stimmig ist, hinter sich lassende und was Neues installierende. Und diese Kraft wurde sozusagen aktiviert, wurde ausgelöst. Mhm. Und das ist etwas, was über viele Jahre hinweg sich immer mehr aufbauen wird. Und je nachdem, wo diese Konstellation ganz persönlich bei dir im Horoskop stattfindet, wirst du diese Veränderungen in einem bestimmten Lebensbereich bei dir persönlich wahrnehmen. War spannend. Und wenn man jetzt so sich überlegt, da tut sich vieles in unserer Welt gerade, da wandelt sich vieles. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine Frage, die du gar nicht beantworten kannst,
Aber was mich persönlich so beschäftigt, ist ja der Hunger auf dieser Welt. Es gibt ja so viele Menschen, die, ja, man liest es ja, täglich wird es täglich, die vor Hunger sterben. Und kann es auch sein, dass auch das irgendwann mal ein Ende hat durch diesen Wandel? Oder Also wäre das jetzt zu weit hergeholt, sowas vielleicht schon, keine Ahnung, voraussagen zu können? ich glaube, dass bestimmte Themen gerade berührt werden wollen, weil sie ganz tief zur Geschichte der Menschheit gehören. Und wir haben gerade ein Zeichen besonders im Fokus, und zwar ist es das Zeichen Stier. Und Stier ist die Energie der Ressourcen, unserer eigenen Ressourcen, aber auch die Ressourcen auf Planet Erde. Das heißt, alles, wo es gerade darum geht, wie ist es mit Stromversorgung, wie ist es mit Lebensmitteln, wie ist es überhaupt mit dem Thema Ernährung gerade beschaffen, ja? Also wie werden wir da weitergehen, künstlich oder achten wir, ob wir regional einkaufen zum Beispiel? Stier steht grundsätzlich für alles, was Werte anbelangt. Und diese Energie des Stiers ist gerade sehr stark im Fokus der Veränderung behaftet. Das heißt, du merkst es vielleicht bei dir auch, dass Dinge, die du in deinem Leben wertgeschätzt hast, die ändern sich vielleicht gerade und plötzlich legst du auf andere Dinge Wert. Also das ist mal das eine. Und das andere ist, wie gesagt, alles, was mit den Ressourcen vom Planet Erde zu tun hat, alles, was auch mit Nahrung zu tun hat, ist gerade im Fokus. Und es geht darum, dass wir uns mehr der Dinge bewusst werden, dass wir auch achtsamer sind mit den Dingen. Und das Thema Hunger und Unterernährung und andere leben im Überfluss, das passt jetzt zum Beispiel alles gerade in diese Energie. Und für meine Begriffe geht es darum, dass bestimmte Themen zu bestimmten Zeiten eingeladen sind, für uns alle mehr ins Bewusstsein angehoben zu werden. Also das ist wieder diese spirituelle Betrachtungsweise. Deswegen glaube ich, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo Hunger in der Form nicht mehr die Rolle spielen wird. Vielleicht gibt es auch andere, die sich dann eher von Licht ernähren. Lichtnahrung hast du vielleicht auch schon mal gehört. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es jetzt gerade im Vordergrund steht. Auch alles, was Gastronomie anbelangt, was die ganze Landwirtschaft anbelangt, das sind alles Berufe, die zum Zeichen Stier gehören. Und wir merken, das ist gerade im Fokus. Aber alles ist für eine bestimmte Zeit im Fokus. Und dann kommt wieder ein anderer Brennpunkt sozusagen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das Thema Hunger auf lange Sicht irgendwann nicht mehr so im Vordergrund stehen wird. Aber dazu müssen noch ein paar andere Dinge auf Planet Erde erstmal wieder in Balance gebracht werden. Aber das ist jetzt, glaube ich, wieder ein anderes Feld. Ja, man könnte da ja unendlich reden, weil Balance ist ja im Moment in unserer Welt, auch was die Natur betrifft, überhaupt nicht gegeben. Das sehen wir ja jetzt nach dieser langen Dürrezeit. Da fragt man sich natürlich auch, wo geht das noch alles hin, ne? Weil auch die Landwirtschaft ihre Probleme dadurch hat. Und Landwirtschaft bedeutet, das ist der Nahrungsmittellieferant für uns ja auch. Ja, da macht man sich schon so seine Gedanken. Aber wenn du ja sagst, wir gehen in eine lichtvolle Zeit, dann ist das eine schöne Aussicht. Und Menschen wollen ja und leben ja von Hoffnung. Und mir persönlich, das hatten wir ja auch im Austausch vorher schon mal angesprochen, mir persönlich ist ja auch dieses Thema Menschlichkeit miteinander wichtig und dass die Menschen wirklich auch wieder das Gefühl für mehr Lebensfreude und für mehr Glück entwickeln und indem sie mit sich auch achtsamer umgehen, mehr die Balance wahren. Das kommt auch immer mehr auch in der Arbeitswelt an, dass nicht nur die neue Generation, sondern auch ja, ich denke auch die Generation, die jetzt so die als die Golden Ager bezeichnet wird, dass die auch sagen, okay, nur Malochen, nur Arbeit im Mittelpunkt, das kann es nicht sein. Zum einen ist der Rest meines Lebens irgendwo überschaubar und zum anderen ist es einfach auch keine Lebensqualität, wenn ich mein Leben nur auf die Arbeit stütze, ja. Also da ändert sich im Moment auch so vieles, auch in dieser Welt. Und da kommen bestimmt auch einige, auch die ihre Problemchen haben, mit ihrem Job auf dich zu, könnte ich mir vorstellen. Ja, und was auch großes Thema ist, und das passt auch zu dieser Stierenergie, da geht es um auch die eigenen Ressourcen, also die eigenen Potenziale und Talente. Und viele kommen gerade und sagen, ja, was ist denn eigentlich mein Talent? Warum bin ich hier eigentlich hier? Also worum geht es hier eigentlich für mich? Das Ja, fragen also die viele dich. spüren so einen Ruf, Ja. sich wirklich zu leben, das ist mal das eine. Ja. Und ich glaube, das andere ist auch, es geht immer mehr darum, wirklich dem Herzen zu folgen. Und wenn du das tust, wonach dein Herz sich sehnt sozusagen, wenn du deinem Herzen folgst und entsprechend auch dich beruflich so ausdrücken kannst, dann ist es nicht mehr ein Malochen, sondern dann liebst du, was du tust. Und du wirst die Menschen und die Umstände anziehen, damit du
getragen bist, dass du dich auch sicher fühlen kannst und deine Existenz sozusagen sichern kannst. Das wird eine andere Art von Arbeit, denke ich, im Laufe der Zeit werden. Ich glaube auch, dass sich viele mehr Menschen selbstständig machen werden. Hätte ich jetzt gerade gesagt, wenn du es nicht angesprochen hättest. Genau, die Tendenz ist schon erkennbar, ne? Ja. Mhm. Ja. Also ist bei mir auch so. Also früher zum Beispiel, als ich noch Lehrerin war, dachte ich mir, Wochenende brauche ich jetzt keine Anrufe. Ich möchte mein Wochenende genießen. Jetzt spielt es für mich keine Rolle. Also ich mache auch am Sonntag Gespräche, ja. Genau. Ja, weil es sich nicht mehr wie Arbeit anfühlt, sondern weil es die Freude am Tun ist. Ganz genau. Ja, und dann verschwimmt das irgendwie. Ja, ja, absolut. Genau. Ja. Ja, das ist faszinierend. Wenn du jetzt gefragt wirst, welchen Tipp könntest du denn unseren Zuschauern geben? Was wäre denn so dein Tipp an alle? Ein Tipp bezogen auf was? Ja, auf das Leben, auf ihr Leben, ne? Jedes Einzelnen. Was sollte jemand vielleicht beachten, damit es für ihn in ein gutes Leben geht? Was ich ganz speziell oder zentral finde, ist zu wissen, dass das Leben für uns, für dich geschieht. Auch wenn es noch so herausfordernd sein mag, es geschieht für dich. Wenn man das zulassen kann, diese Perspektive zulassen kann, dann öffnen sich für meine Begriffe neue Welten. Die Astrologie hilft dabei, einzuordnen, was denn da jetzt eigentlich gerade stattfindet und warum. Und zu begreifen, dass Dinge in Zyklen stattfinden, dass es sozusagen, ich nenne es immer gerne, kosmischen Rückenwind gibt für besondere oder bestimmte Prozesse. Wenn ich die weiß und ich gehe mit diesen Zyklen, ich gehe mit diesen Rhythmen, ich gehe mit der Lebenswelle, dann gehen Türen auf. Und auch wenn Momente herausfordernd sind, sind sie letztendlich auch eine, also bei manchen Dingen ist es natürlich schwierig, das immer gleich so anzunehmen. Aber wenn man es schafft, wie gesagt, diese drei Schritte zurückzugehen, von einer anderen Perspektive aus betrachtet, dann können Herausforderungen große Geschenke sein. Das sind große Diamanten enthalten. Und früher musste man vielleicht jahrzehntelang Therapie machen oder was auch immer, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Mittlerweile verabschieden sich diese Themen immer schneller, weil auf Planet Erde die Schwingungen sich immer weiter erhöhen und all das Niederschwingende von Ängsten, von Sorgen, von Zweifeln, es geht jetzt genau darum, dass wir uns von diesen Dingen verabschieden. Diese sogenannte Schattenarbeit geht jetzt wirklich immer schneller. Und das ist das, wenn du dich darauf einlassen magst, wenn du wirklich, weswegen du hier bist, es wirklich leben magst und diese Energien wirklich in Fluss bringen magst, ist so viel möglich, viel mehr möglich, als unser Verstand es überhaupt realisieren kann. Wunderbar. Das hast du so wunderbar ausgedrückt. Ich würde jetzt mal sagen, also, liebe Zuschauer, geht mal drei Schritte zurück, hört auf euer Herz. Und lasst die positiven Schwingungen zu. Würdest du das so ungefähr zusammenfassen? Ja, wunderbar. Sehr, sehr schön. Prima. Liebe Annette, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir plaudern und ich glaube, auch 1000 Fragen dir stellen. Das geht bestimmt den Zuschauern genauso. Aber sie dürfen mit dir ja in Kontakt treten. Dafür gibt es ja eine Homepage. Und sie finden dich in den Social-Media-Netzen. Und das ist ja das Schöne, man wird gefunden, man darf gefunden werden. Und die richtigen Menschen, wie du es ja gesagt hast, finden zueinander. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Ich auch. Und wer erstmal so vielleicht ein bisschen gucken mag, ganz kostenfrei gibt es ja einen Podcast von mir. Da spreche ich immer über die Energien des Monats. Zum Super. Beispiel, es gibt Meditationen, die man kostenlos anhören kann. Also auch da darfst du es wie ein Buffet sehen und vielleicht inspiriert dich das ein oder andere. Würde ich mich freuen. Das ist doch wunderbar. Dann gibst du einfach den Link zum Podcast und zu dem, was du so anbietest, unter den als Kommentar und das Video später. Ne? Mache ich gerne. Wunderbar. Ganz lieben Dank. Ich danke dir, Andrea, für das angenehme Gespräch. Einen wunderschönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao.